Wir machen heute eine kleine inoffizielle FSL-League, hätte ich gesagt, weil ich gehört habe, es sind zwei, ja, so eine Art konkurrierende Bauernhöfe auf der Gamsting und sie mögen das ja immer so, sich so ein bisschen, ja, zu duellieren halt alle paar Wochen in einer kleinen Challenge und da dachte ich, wir machen das heute mal bei uns hier. Ja, ganz einfach, machen ein Best of Three. Also nur dreimal das Ganze. Dementsprechend haben sie halt rein theoretisch jetzt auch eine zum Einspielen. Und ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Preisgeld wird am Ende genannt natürlich. Viel Spaß, sage ich da nur noch. Ja, vielen Dank für diese ausufernde Anrede. Ja, definitiv. Ja, Also, wenige Worte. es ist ja, also es ist so, wir machen eine Testrunde. Die Testrunde gehört aber schon zu dem Best of Three quasi. Wir machen Genau. drei Runden. Wir Drei machen, Runden, genau. wenn es drauf ankommt, drei Runden, genau. Ach so, ja klar, Okay. genau. Wenn Excel beispielsweise jetzt beide gewinnen brauchen, können wir uns die dritte schenken. Genau. Ja. Ihr könnt es trotzdem gerne machen, wenn ihr darauf Lust habt, Nee. aber. Also für mich jetzt. Also wenn Excel wirklich die ersten beiden gewinnt, brauche ich dann die dritte nicht. Nö. Nee, Quatsch. Nee, lass uns das entscheiden. Wollen wir das machen? Wie wollen wir das machen, Excel? Sagst du sowieso, also wir ziehen durch alle drei oder sagst du, wir lassen entscheiden oder? Also ich würde sagen, das machen wir dann einfach spaßeshalber, wie wir dann Wie wir Bock haben. drauf sind, ne? Muss man ganz ehrlich Okay. sagen. Ja, nee, komm, lass anfangen. Wir dann gucken mal, wie wir gelaunt Genau. sind nach zwei. Aber wenn es so ist wie die vergangenen Challenges unserer gemeinsamen Reise auf From Zero to Hero, dann wird es eh so sein, dass einer die erste gewinnt und der andere die zweite und wir brauchen die dritte. Definitiv. Absolut. Weil Es bisher wird, war es ja oder? immer sehr, sehr knapp zwischen Ja, uns. haarscharf war es bisher immer, das ist wohl wahr. Man muss dazu sagen, wir wollen hier nichts verschweigen. Du hast einen kleinen Vorteil, weil du die alte Version von diesem Spiel schon gespielt hast und du weißt so den Grundsatz, wie es funktioniert. Man muss dazu Ja. sagen, das ist auch schon über ein Jahr her, glaube ich, mich daran zu erinnern, wo wir das letzte Mal mit dem Team gespielt haben. Wenn nicht sogar noch länger, könnt ihr natürlich Zuschauer gerne mal in die Kommentare schreiben. Und Ja. ja, müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Ich bin aufgeregt. Jo. So. Aber wir Dann verziehen nehmen. uns, würde ich sagen, schon mal in die Extra-Channel, oder? Das wäre sehr schön mit euren Genau, ja, wir Leuten. machen das heute, müssen wir klären, Excel. Wir Ja, machen das heute in genau. getrennten Channels, weil es macht natürlich keinen Sinn, wir sind zu dritt, jedes Team, und da wird mir ja komplett durcheinander schwaseln. Deswegen sind wir heute für diese Challenge in getrennten Channels. Mein Gott, wie ich das nur aushalten kann, Also wie aber. immer eigentlich, weil er ja nur in der Strafkammer rumhängt und diskutiert, aber Hallo. ja. Das war's, ey. Schon wieder so ein fakes Mensch. So, komm, Ja. wir gehen in die Channel, ja. Unglaublich. Viel Glück, mein Digga. Ja, und ja auch schon. So, okay, meine Lieben, bei mir dabei, ne, ihr seht, der Yannick und der Joe, also der Pamu. Hallo. Hallo. Und gleich vorweg, also Yannick, du kannst gut laden. Jo. Pamu, wie sieht's bei dir aus? Ganz ehrlich, eher so der Lader oder eher so der Fahrer? Pamu? Ja, fahr ein bisschen mehr als laden. Okay, gut. Dann Yannick, machen wir zwei die Lader. Wir werden es natürlich so machen, wir müssen, glaube, also wir brauchen mindestens zwei Traktoren, die einen Frontlader Einen haben. wunderschönen. Ja, guten Tag, die Dame. Darf ich rein? Mindestens zwei Traktoren mit einem Frontlader und einen mit Pflegebereifung. Hm. So. Alter, wie ist denn das auf. Bam, bam, bam. So, okay. Muss jetzt erstmal für den Gegner Fahrzeuge bannen. Wie geht denn das? Ach so, blau macht das, oder was? Genau, er ist blau. So. Jetzt bin ich, oder was? Genau. Aber wie geht denn das? Okay, den. Okay, jetzt wieder bannen quasi. Warte, 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 warte. Okay, warte. Es ist ja ganz anders aufgebaut. Na, ich werd verrückt. Wir haben es gesagt. Alter, okay. So, jetzt. Okay. Okay, jetzt können wir picken. Warte mal, wir nehmen die. Zeit ist aber so schnell weg. Mann, Mann, Mann.
Ja, ich denke mal, die Presse wird ganz gut gewesen sein. Okay. Ah, verdammt, selbe Presse. Playoff-Phase, okay, was heißt das jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Your next picking starts. Warte. Den nehmen wir. Ach, du könntest bloß eh. Ach so, alles klar, gut. Jetzt habe ich es verstanden. Das Fahrzeug könnte man sich wählen. Okay, Yannick, dann bist du dann als nächstes. Ah, ba. Yeah! Okay. Denkt, ihr habt da oben Punkte, ne? Mhm. Joe, du musst ja in mit Pflegebereifung dann, ne? Ja, ich habe jetzt aber nur das Problem, ich kann jetzt nur einen Schlepper oder zwei Lader aussuchen. Ah, wir haben sie alle schon mal richtig gute Auswahl von uns. Aber guck mal, die anderen genauso. Direkt alle Punkte rausgekloppt. Ah, das ist mit Punkte, das hat ja keiner gesagt. Schade, dass ich nicht draufschauen kann als Zuschauer. Das hat ja keiner gesagt, dass das punktesystemmäßig. Oh. Ich denke dran, geht los jetzt, oder? Ja. Also. So. Geht ready? So, meine Lieben. Abmarsch geht's. Wenn das Band weg ist, könnt ihr durchfahren. Wenn das Band weg ist. So, egal, in den... Oh, nee, oh, ich muss rüber auf die Seite. Ihr müsst auf der rechten Seite einsteigen. Warum steigt er hier nicht ein, jetzt? Wow. So, was denn hier unten, das Feld ist meine, oder was? Ja. Nee, und das andere Feld ja auch. Los, hau rein. Ja, warte. Ding erstmal aufklappen. Nein, du geh doch an. Jetzt. Meine Fresse. So, jetzt. Das hat sich ja komplett verändert hier. Ah, okay. Pamu, hast du auch einen Drescher? Du müsst ja, wir brauchen einen zweiten Drescher. Am Anfang. Du musst ja auch kleinen Drescher noch mitholen. So ein zweiter hier vorne. Ja, na dann los. Schon mal sehr gut aus, muss ich echt sagen. So. Yannick, du kannst glaube ich mit der Presse zwei Ballen direkt sofort rüberbringen. Ja. Ich bräuchte nur Traktor, der mehr Leistung hat. Dann nimm mein JCB. Also besser ist, wenn ich drüben anfange beim. Nicht lang denken. Komm rüber gefahren, hau rein und dass wir dann hier fertig machen können. So. Alter. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Bin schon wieder hier komplett aufgeregt. Ist zwar keine Musik, aber ist erstmal egal. War das für euch ein bisschen zu schnell, wie es abgelaufen ist mit den Sachen auswählen? Also das zuvor, dass sich das so geändert hat, das hätte doch nochmal erklären können. Aber ansonsten alles gut. Ja. Das hat sich halt komplett geändert. Aber wir wussten es ja alle beide nicht. Von daher, wir haben alle beide die Punkte komplett versemmelt. Und von daher alles gut. Genau, deswegen, das hätte ich dir jetzt auch nochmal erklärt. Das habe ich dann Manu auch im Nachhinein, wo sie alle Punkte ausgegeben haben, auch erklärt. Ihr habt halt 20 Punkte zur Verfügung. Ihr müsst am Anfang euch keine Presse sichern oder einen Drescher oder einen Perk oder was weiß ich. Das müsst ihr nicht machen, das könnt ihr machen. Ja, ganz gut. Pamu, steig aus und hol dir den Traktor, der hinter dir steht, und hol dir den Abtanker, der in der Mitte steht. Okay, weiter. Genau, und ihr müsst das nicht machen, weil es trotzdem wie auch. Oh Junge, das ist doch jetzt nicht wahr. Die Fahrzeuge auf der Plattform, wie du ja gesehen hast, damit kannst du rein theoretisch Punkte zurückhalten. Das hat alle einen Perk haben, zum Beispiel ein privates. Mhm.
Aber das Perk, was du ausgewählt hast, das zählt nur. Axel, steig mal schnell raus. Und was jetzt? Einmal hinter dir. Oh, Schrenne. Welches? Das rechte. Okay. Viel Spaß mit euch. Jo. Pamu, komm zu mir gefahren. Mach das Ding öff. Mach einfach öff das Ding. Gut, bleib stehen. Ich geh wieder zu deinem Drescher. Oh, ich wusste es. Warum ist los? Ja, ich bin an der Brücke hängen geblieben, wollte eigentlich den ersten Ballen legen, aber. Haben die schon den ersten Ballen drin oder was? Ja. Ey. Weil ich an der Brücke hängen geblieben bin. Kann ich ja zwischendurch mal sagen, also was Janik ja gerade sagte, erster Ballen ist schon drüben. Aber warum tankt er jetzt nicht ab hier? Was soll denn das? Muss manuell machen. Wie, was manuell? Hä? Muss das Rohr einfach nur drüber fahren, oder? Nee, muss irgendwie hier abladen oder sowas versuchen. Ach, mit I. Oh, I musst du oder drücken. Oh. Halt die Esse fest. Komm, Luf leer. Gut, Pamu, fahr weiter. Besten rechts rum gleich, jawohl. Amu, wenn du dann wieder unten bist, deinen Traktor herholen. Mit der. Oh, nicht doch. Oh. Oh, dieses neue. Warum macht er denn das jetzt? Alter, ich. Flippe hier gleich aus. Dieses neue gemütliche Gelümpe hier. Was soll denn dieser Scheiß, Junge? Himmel, Arsch und Zwirn. Kann ja nicht wahr sein. Bah. Kriegst du gleich wieder. Bayernfall hier. Mann. Gut, der Traktor ist dort. Pamu, nicht die lange Runde fahren, fahr jetzt rüber. Das kostet zu viel Zeit. Yeah. Was ein Unkraut bedeutet, kommt kein Stroh raus, oder was? Alter. Nicht Unkraut fahren, okay, ja. Damit ihr das mal wisst, mein Co-Kommentator macht das drüben jetzt auch. Wenn ihr abladet, fahrt ja vor uns zurück. Leicht. Ha. Geht schneller. Ha. Junge. Was ist mit dem Unkraut? Presse herbeiholen, ja, ne? Ja, hol her das Ding. Tausch die Traktoren, wenn du dann hier bist. Leider absolut zu schwach. Meinst du zum Pressen absolut zu schwach, oder was? Mhm. Ja, Puma? Ja. Ach gut. Hamu, du musst den Traktor wechseln, weil den Traktor brauchen wir zum Rüberfahren, den anderen brauchen wir zum Laden. Eieieiei. Hast du gepickt? Ja. Ja. Also, dann habt ihr gerade das zweite Eigel gehabt? Denkst du, reich mal mit dem Stroh? Wird knapp, hä? Mit dem Stroh. Boah. So, warte, ich fahr das jetzt nochmal abbunkern hier. Oh, Pamu, du hast ihn nicht angehangen. Ich bin da schon rüber.
Ah. Bremsen. Spring dann rein in den Drescher und tank ab. Müsste dann I drücken. Und lassen am besten überm Hänger leerlaufen, nicht so wie ich. Eieieiei. So. Aber der funktioniert auch hier mit Pressen. An der Krone ging der vorhin nicht. Ah, okay. Na gut, dann braucht die mehr Leistung. Braucht die mehr Leistung. So, Pamu, du kannst dich schon mal auf den Weg machen mit dem Ding zum Abladen. So, welche Richtung? Guck unten auf die Map. Ich glaube, in die andere Richtung. Genau, hinter dir. Warte mal, wie war das jetzt mit X raus? Oh, wie hab ich das Ding leer gemacht? Panik. Weiß ich nicht, ich spiele mit Controller. Wie war das nochmal mit leer machen? Z, ja, danke. Oh, es ist, wenn man so aufs Dings bedaddelt ist. Die hättest du auch sofort reinlaufen lassen können. Aber nicht auf dem Förderband. Warte, ich pack die aufs Förderband. Gehst du pressen? Oder backst du mit drauf? Ja. Sehr schön, sehr schön. Nein, nein, der fällt wieder runter. Andere auch, warum fällt die runter? Oh, lecko mio. Weil die gerade drauf sein müssen. Ey, ne, das war doch aber im ersten Teil viel schöner. Das ist doch. Das Lachen macht's gerade nicht besser, Marie. Bei beiden gehen Punkte hoch. Haben wir schon abgegeben, das Korn? So, aber ich bin ja auf dem Rückweg. Mehr war nicht drin. Ja. Oh. Ei. Bitte bleib drauf, du Elender Ballen. Auch noch ein paar Beilen. Mit in Führung gerade mit 104 Punkten. Jetzt liegt Malo wieder vorne. Und wir brauchen den Sammelwagen. Ja, wo gibt's denn den? Ja, auch da hinten bei wo man Getreide ablädt. Ah, haben wir schon wieder da? Nee. Doch. Kann ich holen, Stell. Bin auf dem Weg. Ja. Eine enge Kiste. Oieieiei. Aber ist das immer noch so mit den Brücken, dass wenn man die hinten zumacht, ja, dass es bei den anderen auch hochgeht? Meines Wissens ja. Ja. Ich gebe euch jetzt einen Tipp, den gebe ich auch den anderen gleich.
vielleicht macht ihr euch kurz bevor dann die nächste Runde ist, kurz mal Gedanken im Team, wie ihr was macht. Weil ihr verschenkt alle extrem viel Zeit. Natürlich, ihr habt dazu keine Einweisung bekommen, das ist ja auch Absicht gewesen. Aber grundsätzliche Sachen vielleicht kurz absprechen, weil es ist bei beiden Seiten ein wirrer Hühnerhaufen. Ist klar. Na, also ihr verschenkt. Also ich sag mal so, wo wir mit Hüsi das erste Mal gemacht haben, da habe ich mich 3 Stunden eingelesen, da haben wir, glaube ich, knapp 600 Punkte gefahren. Ja. Na, nur, also, aber wir haben ja, uns halt... Ja, ich habe auch keine Beine hier. Okay, Schwabel, ich habe es verstanden. Okay. Ja. Wir haben auch keine Beine hier. Das ist gerade... What? Auch Beine! In der B... Auch Ballen, Ballen, Ballen. Die Brücken erstmal zumachen. Jo, wie viel hast du? Wie viel Ballen? Jetzt gleich 4. Nimm den einen da unten mit und dann ab dafür. Genau. Und sieh zu, dass du auf die erste Brücke reinkommst. Ich feuer da weiter auf den Brücken hin und her. Wir haben noch ein paar Sekunden. Komm her mit dem Ding. Ah, das wird, glaube ich, nichts. Oh, warum bremst du denn jetzt schon wieder? Die Brücken gehen aber automatisch immer hoch und runter. Wenn du drüber fährst. Janik, komm her, geduselt mit dem Ding. Ja, der bremst die ganze Zeit hier, der Blöde. Ja, wenn du durchs Korn fährst, bremst du automatisch. Oh, komm schon. Oh, Junge. Unten rein. Nee. Ah, können wir vergessen. Nein. Rotz. Ah. Ah. Ihr habt trotzdem gut gespielt. Das ist nichts, nichts. Verloren ist verloren. Das war nichts. Das war Müll. Das war ganz, ganz großer Mist. Ah. Okay, pass auf, wir müssen das anders machen. Wir bleiben bei der Taktik, Yannick und ich laden. Amu? Ja. Du musst sofort, so schnell wie es geht, gleich den Drescher, den nächsten schnapp dir, wenn der Rosselmesh in der Nähe steht. Nimm dir den Rosselmesh als Drescher. Und dann sofort auf das mittlere Feld, wo wir jetzt gerade waren, losdreschen, was das Zeug hält. Ich genau dasselbe, Yannick wieder die Ballen. Na? Und dann, sobald wir zwei Drescher, also relativ zwei volle Drescher abgebunkert haben, ins Korn wegbringen und dann bringst du auch gleich den Ladewagen mit. Ah, so, müssen wir jetzt irgendwas drücken? Yannick? Weiß ich nicht. Anscheinend das Spiel verlassen, neu joinen halt. Echt? Oh nö. Ah, vom Server entfernt. Okay. Ah. Ja, genau. Axel, lass uns sofort den Traktor tauschen, dass ich sofort den JCB kriege. Ja. Also, du brauchst wirklich... Hallo, Entschuldigung. Ja? Sind wir durch, oder? Mit der ersten Folge? Ja, mit der ersten auf jeden Fall. In diesem Sinne, hast du schon abmoderiert? Nee, wa? Nee, ich könnte deswegen hier. Gut, okay. Dann, meine Lieben, in diesem Sinne, der erste Runde... wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne das Däumchen da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und in diesem Sinne sagen wir uns tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.